Hallo liebe Community, ich hoffe euch geht es gut. Ich hoffe ihr seid jetzt nicht so überrascht, dass es hier heute kein gut geskriptetes Video über Bergsportversicherungen gibt. Das gibt es übrigens nächste Woche und dass es auch hier kein Video über irgendwelche Produkte gibt. Heute muss ich euch eine Kleinigkeit erzählen und es ist ganz wichtig, denn ich brauche eure Hilfe. Zum einen, warum gab es die letzten zwei Wochen, also diese Woche und letzte Woche, keinen Klettersteig-Grundlagenkurs? Ich habe den groß angekündigt, dann habe ich eine Episode dazu gemacht und jetzt haben ganz viele Leute sich gefreut und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass das ganz toll ist, dass es einen Klettersteig-Grundlagenkurs gibt und jetzt kommt nichts mehr. Ich habe tatsächlich jetzt eine ganze Woche lang gebraucht, um dieses einfache Video hier zu machen, weil es mir sehr, sehr schwer fällt, das so, ich sage mal, kommunizieren zu können. Am Sonntag nach dem ersten Klettersteig-Grundlagenkurs, diese Folgen werden immer relativ kurz vor Veröffentlichung dann produziert und auch die Dreharbeiten dafür gemacht, ist mir das hier passiert. Ihr habt es vielleicht schon in dem ein oder anderen Video gesehen, das in letzter Zeit online kam, gestern beispielsweise, da habe ich so einen schönen Ehering um. Aber ich hoffe, dass diese Ehe nicht allzu lange dauert. Denn das hier ist kein Ehering, das hier ist eine sogenannte Fingerschiene. Und die trage ich, weil mir eine doch sehr ernste Verletzung passiert ist. Am Sonntag nach der ersten Episode vom Klettersteig-Grundlagenkurs bin ich nämlich beim Klettern, habe ich mich beim Klettern sehr schwer verletzt. Ich habe mir das Ringband hier gerissen, das ist komplett durchgerissen. Und das Ganze ist bei einer relativ, ja, ich würde sagen, moderaten Schwierigkeit eigentlich passiert, aber ich habe eben davor schon sehr viel trainiert. Ich war relativ müde schon und dann ist mir eben ein blöder Ausrutscher passiert und dann war es eben, ja, leider durch. Dann hat es einmal laut Knack gemacht und ja, jetzt habe ich eben kein Ringband mehr. Das ist relativ schlecht, weil so ein Ringband, das hat man aus einem guten Grund. Das führt nämlich dazu, dass die Sehnen am Finger da bleiben, wo sie sind, nämlich am Knochen und nicht einfach sozusagen den kürzesten Weg zum Ansatz hier unten am Unterarm suchen. Deswegen braucht man so etwas und deswegen brauche ich jetzt eine Schiene. Das Ganze sind furchtbare Schmerzen und ihr könnt euch vorstellen, dass das jetzt nicht ideal ist, mit sowas auf einen Klettersteig zu gehen und da Dreharbeiten zu machen. Da mir es aber wichtig ist, dass die ganzen Inhalte, die ich euch zeige, auch mit entsprechendem repräsentativen Bildmaterial gefüttert sind und da eben als Beilage dienen und eben auch als Anschauungsmaterial, kann ich jetzt eben keinen Klettersteig-Grundlagenkurs machen. Das ist unfassbar mies, weil er eben gerade angefangen hat und jetzt kommt langsam die Zeit und es ist noch viel mieser, wenn ich euch erzähle, wie langwierig so eine Verletzung ist. Sie ist unendlich langwierig. Also wir reden hier von Monaten, bis ich wieder so fit bin wie vorher, beziehungsweise bis ich überhaupt wieder das machen kann, was ich vorher gemacht habe. Deshalb, es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder auf Klettersteige gehen kann. Ja, Klettersteige, das ist natürlich nicht ansatzweise so schwierig und belastend für die Finger wie das Klettern, vor allen Dingen das Klettern auf hohem Niveau. Deshalb wird es nicht ganz so lange dauern, bis der Klettersteig-Grundlagenkurs wieder losgeht. Aber ich befürchte, dass es für die nächsten 4 bis 5 Wochen von meinem ersten Verletzungstag weg, also jetzt nur noch 3 bis 4 Wochen, keine Klettersteig-Grundlagenkurse geben kann. Es ist unmöglich, weil ich die Qualität da oben halten möchte, das aber unter den aktuellen Umständen einfach nur Qualität hier unten wäre. Und da ich eben kein Geschichtelehrer bin und euch Sachen vom Krieg erzählen will, im Sinne von, ja, Klettersteige würden so aussehen, wenn ich denn jetzt dort wäre und sie euch zeigen könnte, will ich das einfach nicht machen. Jetzt gibt es ein Problem. Ich will eigentlich genau diese ganzen Kurse produzieren und ich möchte euch eigentlich diese ganzen Infos teilen und ich finde es noch viel schlimmer, weil ihr sehr viel unter das erste Video geschrieben habt und mir auch Nachrichten geschrieben habt, dass ihr euch über genau diese Serie so freut und es tut mir ernsthaft im Herzen weh, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel. Es gibt jetzt einen freien Slot für die nächsten 4 Wochen oder vielleicht auch 5 Wochen, man muss schauen, wie es weitergeht. Dieser freie Slot ist der Dienstag und der muss jetzt gefüllt werden. Wir brauchen also jetzt Ideen. Und ich dachte mir, ich kann mir da jetzt viel aus der Nase ziehen, aber vielleicht gefällt euch einiges davon gar nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was die nächsten 4, 5 Wochen so für Videos erscheinen könnten, was euch interessiert, worüber man reden kann, worüber man vielleicht auch was zeigen kann und so weiter. Ihr könnt jetzt alles in die Kommentare schreiben, was euch interessiert, von wo kommen eigentlich die Einhörner her? Wo kommen die Weihnachtsgeschenke her? Was ist eigentlich so beschissen an einem LVS-Gerät, das mit einem die ganze Zeit labert? Das alles könnt ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben. Und wir können über das alles dann Videos machen. Aber bedenkt bitte, ich kann keine Videos machen mit Finger. Ich kann nichts machen, wo ich meine Hände
für irgendwas Anstrengendes brauche. Ich kann mit dieser Hand aktuell nicht mal ein leeres Glas halten, weil die Schmerzen so stark sind. Und deswegen bedenkt das, ich kann sehr viel machen, ich kann sehr viel vorm PC sitzen. Das ist mein großes neues Talent, sitzen. Ich mache sehr, sehr viel Berglauf aktuell. Also ich kann natürlich alles, was Laufen betrifft, alles, was Berglauf betrifft. Ich sage euch jetzt einfach mal so, was meine aktuellen Talente ohne Hand sind. Ich kann im Prinzip alles machen, außer alles, wofür man eine Hand braucht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich auch Produktionsprozesse jetzt deutlich länger dauern. Notizen schreiben, Skripte schreiben, das alles dauert jetzt massiv länger, weil ich kann diesen Finger nicht verwenden und ich bin Linkshänder und das ist meine linke Hand. Und ihr könnt euch denken, wie anstrengend das ist, jetzt gerade durch den Alltag zu marschieren. Deshalb schreibt mir einfach gerne in die Kommentare, was euch interessieren würde. Es muss keine Serie sein. Ihr könnt auch einzelne Videoideen einwerfen. Ich will nicht einfach irgendwas machen. Ich will auch etwas machen, was euch ja nützlich sein könnte oder euch interessiert. Wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich möchte mich bei allen Leuten, die sich für den Klettersteig-Grundlagenkurs interessiert hätten und sich darauf gefreut haben, dass es jetzt weitergeht, vielmals entschuldigen. Ich kann euch versprechen, ich kann euch zwei Sachen versprechen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Erstens, das habe ich nicht absichtlich gemacht. Zweitens, das wird alles kommen. Es bringt nichts, den Kanal jetzt zu deabonnieren und zu sagen, nein, okay, der macht das jetzt nicht mehr, wofür ich ihn eigentlich abonniert habe. Es wird alles kommen. Ihr werdet nichts verpassen. Ihr werdet diesen Sommer wunderschöne Klettersteige machen, auch anhand dieses Kurses. Aber es dauert jetzt einfach noch ein bisschen und ich bin fast ein wenig froh, dass es jetzt passiert ist und nicht mitten im Sommer. Deswegen Mitte Mai, Anfang Mai, Mitte Mai, sowas in die Richtung, wahrscheinlich eher Mitte Mai, haben wir dann unseren Klettersteig-Grundlagenkurs und da werden wir uns dann in das ganze Thema reinwühlen und werden viel gemeinsam unterwegs sein und ich werde euch sehr viel zeigen. Aber bis dahin braucht ihr bitte noch ein bisschen Geduld, aber die Inhalte werden jedenfalls kommen. Großes Ehrenwort. In diesem Sinne, bleibt bitte dran und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich jetzt in den nächsten 4-5 Wochen für euch tun kann am Dienstagslot. Die Berge im Porträt kommen ganz normal. Es werden in Zukunft am Freitag auch wieder Videos über allgemeine Themen und auch Technik und Ausrüstung kommen. Es wird auch am Sonntag der Podcast kommen, beziehungsweise am Montag. Das variiert aktuell immer ein bisschen, je nachdem, wie es sich für mich gerade besser ausgeht. Und da hoffe ich natürlich auch wieder eine gewisse Routine reinbringen zu können. Deshalb bitte seid aktiv und macht mir Vorschläge. Gebt auch gerne Daumen hoch in die Kommentare, an die Kommentare, bei denen ihr sagt, ja, das finde ich auch gut, das will ich auch sehen. Denn dann weiß ich wirklich, was die Masse interessiert, was viele von euch interessiert. Bis zum nächsten Mal, also bis am Sonntag oder dann eben bis am Dienstag, wenn ihr fleißig Kommentare schreibt, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.